Komisch, was die da drüben machen. Hm, ja genau, da war es wieder. Die Klonstation leistet da reife Arbeit. Bloß warum? In der Pause jetzt schon 7-mal dieses Bing-Geräusch. Jetzt war wohl das 8. Mal. Sterben die denn nicht im Feuer oder was? Oder ist das einfach nur ein Bug? Ich glaube letzteres. Weil wie gesagt, jetzt hat das schon 8-mal gebingt. Aber erst einmal hallo-seits. Und willkommen zurück bei Faster Than Light. Wir bräuchten eine Höhlenreparatur. Wir sind ganz schön gut vorangekommen, oder? Hier oben lang und jetzt hier so. Und sind hier in der Mitte der Karte haben schon so viele Punkte mitgenommen. Und die sind noch nicht ganz da. Dafür haben wir aber auch massiven Höllenschaden bekommen. Ich werde bestimmt einen Sprung überhaben, aber dann eben nicht genug Punkte haben. Es gibt einige kleine Stationen für Reisende in der Nähe, die von Lichtern und Werbung erhellt werden. Nur Schnecko-Schiffe haben angedockt, sodass du die Konfrontation lieber vermeidest und dich nicht näherst. Ich gucke jetzt mal kurz, ob wir noch irgendwo einen Schaden haben im Schiff. Hab ja hier zuletzt dann doch endlich mal ganz gemacht, nachdem ich das paar Mal angesprochen habe und vergessen habe. Hier hinten hat ja bloß diese Feuerbombe eingeschlagen, ne? Ich meine ja, aber wir gucken nach. Alles Paletti. Mehr Ausweichspunkte, deswegen warten. Du erkundest die Umgebung des Signalpunkts und erschrickst, als ein Felsen von der Größe eines kleinen Monds plötzlich vor dir auftaucht. Scans zeigen, dass dieser solide wirkende Fels nur noch eine Hülle ist und alle nützlichen Mineralien abgebaut wurden. 2 Punkte mit nix, das ist kacke und ich habe viel zu viel über am Ende des Sektors. Das ist nicht gut. Oh, ein Dreierschildgegner. Die Schnecko gehen direkten Angriffen lieber aus dem Weg, aber von den 3 Schiffen beim Signalpunkt hat eines den Mut, sich dir entgegenzustellen. Keine besonderen Systeme, bestimmt besondere Waffen, oder? Nö. Nur eine gute Verteidigung. 3 Schüsse. Ich werde erstmal keinen runter einsetzen, weil die können uns keinen Schaden machen. Glaube ich nicht. 2er Schuss und das, nee, ich glaube, das wird nichts. Mit 35% Ausweichen widerstanden, die Ionenfeldumkehrung setzt ein. Macht sich gleich mal bezahlt. So. 3-mal treffen bitte. Ja, genial. Okay. Die Waffen würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Dann machen wir es in die Richtung. Waffen nehme ich mit, aber den Weg relativ kurz halten. Und schon haben sie zu tun. Schieß schon mal. Jawohl, wir treffen auch. Und der Sperrstrahl macht gleich mit. Wenn wir gleich wieder... Oh, 3er Schnittpunkt kommt zurück. Wenn wir hoffentlich wieder 3-mal treffen. Ah, schade, nicht ganz. Dann brauche ich jetzt auch nicht herumsperren. Dann muss der Geschützstrahl richten. Sie haben uns besiegt. Nehmen Sie, was in unseren Frachträumen ist, im Tausch für unser Leben. Nee, das mache ich nicht mehr. Ich habe da schon so schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben sehr viel für sie, sage ich nur. Dann waren es, glaube ich, nur 4-mal Treibstoff. Wir akzeptieren keine Kapitulation. Da könnte auch was richtig Geiles drin sein, aber ich habe einfach zu viele schlechte Erfahrungen mit Schnecko gemacht. Das reicht für die nächsten 300 Folgen. Bestimmt. Jawohl. Damit sterben sie. Bei Strahlenwaffen treffen immer. Das Schiff explodiert, ja, das ist eine wunderbare Ausbeute und hinterlässt 48 Schrotten drunter und 2 Raketen. Ich brauche für die Ionenbombe 85 Schrott. Viel zu früh beim Ausgang. Den da oben hätte ich mitnehmen können sollen. Naja, jetzt bin ich schlauer.
Dieser Langstreckensignalpunkt, mal gucken, was ich damit anfangen kann, ist da und hier ist nichts. Mantis Gebiet, Felis Gebiet, nur noch zwei Sektoren, dann war es das schon wieder. Ich brauche noch eine Gedankenkontrolle. Die Waffen sind gar nicht mal so schlecht. Eine weitere tolle Waffe, ich sag mal, eine Flak 2 würde ich ganz gerne noch nehmen. Und es sieht super, super aus, aber eine Gedankenkontrolle muss auf jeden Fall nachher. Felis oder Mantis? Nahkampfleute oder dicke Brocken? Dicke Brocken mit Raketenwerfern? Ich gehe zu den dicken Brocken. Wir haben auch Felis. Gut, wir haben auch Mantis, aber mehr Felis. Deswegen gehen wir, glaube ich, nach oben. Im Zweifelsfall ausnahmsweise nach links. Die Felis sind ein mächtiges und stolzes Volk. Es ist nicht unmöglich, ihren Raum ungehindert zu durchqueren, aber verlass dich lieber nicht darauf. Notfall und Notfall. Ausgang relativ, ja, weit rechts. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Beide Notfälle mitnehmen werde ich können. Ah. Okay, dann muss ich nach oben. Also von unten nach oben. Sonst muss ich hier, ja, irgendwie blöd zurück. Achtung, Musik. Ach, ich schnorchte gerne. Nahe einem dichten Asteroidenfeld treibt ein Schiff ohne Biosignale, das ein Notsignal aussendet. Sollen wir uns das anschauen? Es könnte gefährlich sein. Okay, ich war risikobereit und muss das Ganze mit umgerechnet 15 Schrott bezahlen. Du stößt auf das Wrack eines Schiffs, das mit Eis oder Kristall überzogen ist. Mit Eis oder Kristall? Ich kann mich an die Form des unidentifizierten Schiffs noch sehr gut erinnern. Wir haben ja schon ein paar Mal drauf geglotzt. Der Antrieb hat Schaden. Das sieht recht klumpig aus. Mein Gedanke war entweder nochmal irgendwie ein Steinbrocken, wobei das am unwahrscheinlichsten ist, weil wir haben ja schon Feliskreuzer. Oder mein Wunsch war ein organisches Schiff. Oder mein dritter Gedanke war ein Eisschiff. Und es steht hier, dass mit Eis oder Kristall überzogen ist. Mein Wunsch ist immer noch ein organisches Schiff, das lebt. Aber ich glaube, es wird eher Eiskristall. Bevor du aber andocken kannst, gelangen einige Asteroiden durch deine Schilder und beschädigen deinen Antrieb. Du musst dich zurückziehen. Also wenn ihr es wisst, wie das aussieht, dieses unidentifizierte Schiff nicht verraten. Auch wenn ich hier richtig liegen sollte mit meiner Vermutung, ich will das einfach sehen, wenn ich sehe und mich dabei überraschen lassen. Toll, nur Schaden bekommen. Hilf mal. Du kannst kaum was anderes außer fliegen. Das kannst du aber sehr gut und etwas nahe kämpfen. Hätte ich doch lieber Eggman machen sollen. Der soll ja noch aufsteigen. Mist. Der Notfall war für ein Popo. Dann fliegen wir direkt da hoch. Ich wäre ansonsten noch hier rüber, aber nein. Was haben wir hier? Ah, nein, dicker Raketenwerfer. Du fängst den Funkverkehr eines näher kommenden Felisschiffs ab. Waffen gehen in Angriffsposition. Laden. Die werden nicht mit sich reden lassen. Gut, wir hacken voll und gehen schnell auf die Waffen. Das geht mit Sperrstrahl und Schnellverlaser 3 hoffentlich schneller als... Oh, zwei Raketenwerfer. Weil es ja schießen kann. Ich könnte auch auf die Waffen gehen, aber ich mach's mal so. Sperrstrahl und Schnellverlaser 3 müssen dick was richten. Betäubt und klopft. Nee, ist nicht betäubt, oder? Es wirkt irgendwie so. Der schießt doch auch. Etwas. Oh, der schießt schon einmal. Ich hab etwas zu früh gehackt. Mist. Die dicke Rakete bleibt an. Das ist kacke. Oh, Geschützstrahl. Oh, Geschützstrahl. Hm, ausweichen geht nicht. Oh, Schwein gehabt. Jetzt kommt was rüber. Bestimmt ein Fehles. Kameras sind aus, ja. Kleine Rakete fliegt, ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber können wir auch ganz gerne drauf verzichten.
Oh, er will zum Geschützstrahl. Das ist nicht, nicht gut. Die können unserem Schildsystem nicht so viel anhaben, deswegen ziehe ich Alex ab. Okay. Ich warte nicht auf das Hacking, ich muss da schnell eingreifen. Ah, jeder Schuss und Treffer, das ist gut. Hoffentlich reicht Sperrstrahl aus, um den dicken Raketenwerfer auszumachen. Kaputt wird das Schiff nicht gehen. Weil er hat 7 Punkte, oder? Wenn ich das richtig sehe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Reicht auf jeden Fall nicht, aber... Bitte, bitte, bitte. Nehme ich an. Viermal Treibstoff und wer weiß, ob der dicke Raketenwerfer ausgeht. Das fehlende Schiff ruft. Es reicht. Uns wurde gesagt, dass Aliens unsere Art zu leben bedrohen. Und sie haben den Beweis dafür geliefert. Nehmen Sie das hier und gehen Sie. Viermal Treibstoff, vier Raketen, 23 Schrott. Angenommen. Der Typ ist rüber. Okay, das macht Noah Eggman ganz. Damit er auf jeden Fall aufsteigt. Einen Schritt vorangekommen. Bei ihm brennt's. Hoffentlich schaffen wir das mit dem Schiff einladen. Das ist gut. Gleich hin. Ja, bevor ich sie noch vergeige. Der Pfeil zeigt auf nach unten. Ob eine Gedankenkontrolle, wenn da jetzt eine ist. Ich habe nichts zum Verkaufen, oder? Mist. Okay, ich fliege doch nochmal nach oben. Hoffentlich gehen wir jetzt nicht hops. Das wäre ärgerlich. Es fliegen einige wenige Frachter vorbei, aber sie verweigern jegliche Kommunikation, ist nicht gut. Sie scheinen ihren Ruf nicht gefährden zu wollen, indem sie sich mit Fremden unterhalten. Dann nehme ich dich noch mit. Oh nö, dann muss ich mehrmals Treibstoff verbrauchen. Nee, mache ich nicht. Jetzt bitte keine Gedankenkontrolle. Klingt schlimm, aber ist vielleicht so. Du erhältst eine Nachricht über die Föderationsfrequenzen. Gehören sie zur Föderation? Wir hatten nicht erwartet, je wieder ein befreundetes Gesicht zu sehen. Hier gibt es nicht viel zu tun. Wollen Sie vielleicht handeln? Er hat noch eine Seite 2. Aber kein System, nur ein Sperrstrahl. Laserlader 2. Nee, es bringt's nicht. Nur 2 Schüsse für 2 Energie. Nö. Ionenfeldumkehrung. Lass ich mal drin. Bringt bloß 22. Bringt uns, glaube ich, mehr, wenn wir es drin lassen. Ich kaufe voll ein und der Rest wird zum Reparieren verwendet, aber wir können es nicht mehr ganz reparieren, aber Hauptsache voll getankt. Dauert noch etwas bis zum Einsatz der Ionenbombe. Mehr nicht. Dann nach oben. Du erkennst das Schiff, es gehört einem bekannten Sklavenhändler. Er ruft dich und bietet dir günstige Arbeitskräfte an. Lissandro oder Lissandra? Lissandra gibt's doch, glaube ich, nicht, oder? Aber Nahkampfgrünmensch mit 26 Schrott kosten, aber geht nicht. Deswegen greifen wir Viererschild an. Ah gut, wir haben ein gutes Schiff, das kriegen wir hin. Ohne Gläfer. Greifen wir trotzdem an. Gläfe kommt auch durch ein Zweierschild, ist mir bewusst. Viererschild ist nicht gut. Wir warten auf jeden Fall, bis der Sperrstrahl bereit ist. Weil der Schnellvorlaser 2 muss dann den Rest runterklöppeln und dann muss einfach alles bereit sein. Ein einer Schuss, also der kann nur mit Timing was machen bei uns. Ich bin ja mal gespannt. Geht etwas mehr als 2 runter, ne? Ich schieß schon mal. Ich muss eher schießen. Das Ding lädt sich gleich wieder auf. Jawohl. Dann auf jeden Fall auf die Waffen und Schildsystem wäre aber auch nicht verkehrt. 5 Räume, das ist ja wunderbar. Das hätte ich schon mal eher machen sollen. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. So bei dieser Schiffskonstellation, bei diesem Setup, bei dieser Raumanordnung 5 Räume mitzunehmen.
kleine Schuss weg, dann kann die Gläfer auch nichts mehr machen. Jawohl, und das Geschütz. Der Geschütz schaut nochmal hinterher. Guck, die Gläfer aber. Zwei scheinbar kleinere Laserstrahlen kommen ihr zuvor und machen Schaden. Und sie nicht, die Gläfer. Dann machen wir es wieder genauso. Wir warten auf das Hacking. Wobei, es kommt mir das angeschlagen. Gucken, ob wir durchkommen. Ah, schade. Dann warten wir jetzt gleich auf das Hacking. Geschützstrahl greift sogar noch vor. Hau beide Waffen wieder an, aber nicht getimed. Sophia kann noch ein fehles Grün reparieren. Wir ergeben uns, nehmen Sie unseren Sklaven als Tribut. Wenn Sie uns vernichten, werden sowieso alle sterben. Einen sechsten Lloyd für den Endkampf kann ich schaden. Schrott wäre mir zwar lieber, aber ich nehme an. Sind wir zu sechs, das ist gut. Hey, Waffengelb, Alex. Befehle halten viel aus, sind zwar langsam, aber halten viel aus. Ich brauche auf jeden Fall eine Gedankenkontrolle. Stellt euch vor, wir kämpfen gegen das Flaggschiff und dann wird ein Fehler ist kontrolliert. Alex, allen voran. Wobei, Schildsystem wäre auch schlimm. Wobei, ein Mantis wäre schlimmer. Antrieb. Okay. Du gehst zu den Kameras. Mehr Schrott wäre schon schön, aber man kann nicht alles haben. Ich genau. 1, 2, 3, 4, 5. Anders. 1, 2, 3, 4, 5. Zur Not 6 oder halt gleich dahin. So machen wir's. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maximal. Mehr geht eh nicht. Klasse M wieder. Oder auch nicht. Ein Fehlesschiff hebt sich vor der Sonne in der Supernova ab. Es ruft dich. Selbst hier draußen verfolgen sie uns. Wir wollen nur in Ruhe gelassen werden. Aus Angst oder Wut laden sie ihre Waffen. Dreierschildgegner, Klonstation. Oh, ein dicker Raketenwerfer. Und guter Schnellfahrlaser. So, wir sehen die. Das sind drei Fehles. Wir hacken auf jeden Fall. Ich brauche endlich mal die Ionenbombe. Ich habe so viele Raketen, die kriege ich ja niemals los. Ich warte auf den Speerstrahl. Hätten auch eher drücken können, das sind ja drei Schildpunkte. Antrieb. Mach was. Verfehlt jetzt schon. Gut. Also, Schildsystem. Ah, Schildsystem würde ich gerne mitnehmen, aber Waffen sind wichtiger. Wie gesagt, Waffen sind wichtiger. Weil dicke Rakete. Dicke Rakete weg. Aus dem Schildsystem kommt er nicht. Schützstrahl macht das Schiff fast kaputt. Und Cockpit droht, das ist sehr gut. Dann ist jeder Schuss ein Treffer, dann macht der Speerstrahl gleich den Rest mit Vorarbeit. Schnellfahrlaser 2. Gucken, was bei uns Feuer gibt. Oh, schon kaputt, weil Feuer bei denen. Hat wohl ein wichtiges System getroffen. Das Schiff explodiert und hinterlässt leider relativ wenig. 38 Schrott, eine Rakete und einmal Treibstoff. Da hüpfen zwei. Da bebt das Schiff. Halt. Hilf. Weil du vorankommen musst. Deswegen geh raus. Du gehst auch nochmal raus. Ich will den Fortschritt weghaben. Du machst es nochmal von vorne. Klingt gemein, oder? Aber ich will, dass du jetzt endlich vorankommst. So, richtig. Jawoll. Wurde auch mal Zeit. Wir dampfen gleich ab. Muss ich noch irgendwas beachten? 61 Schrott. Ah, ich kann ja eh nicht zum Schiff schauen. Ja, ich muss unbedingt die Ionenbombe zum Einsatz bringen. Dann sind wir gegen stärkere Schiffe noch besser gerüstet. Und ich kann endlich mal ein paar Raketen verbrauchen. Ja, das machen wir als nächstes. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.